So, herzlich willkommen bei On PSX und zur großen VR-Hoffnung Astrobot. Genau. Auf das Spiel haben wir ja seit der Demo vor 2 Jahren sehnsüchtig gewartet und hier ist es nun. Ja, der Mario-Killer schlechthin. Ja, nicht ganz, aber es bringt zumindest VR extrem weiter, wie ich finde. Genau. Ziel ist unseren kleinen Astrobot hier. Hallo, mein Freund. Ups. Durch ein paar Welten zu führen und seine Freunde wiederzufinden. Einen von uns haben wir schon gesehen, hier hinten. Moin. Sonstig. Genau, und es gibt Pausenanimationen, ist auch schon mal ganz cool. Und überhaupt ist das Spiel liebevoll designt und glänzt in allen Ecken. Mit lustigen grafischen Details. So. Wie gesagt, ist es in jedem Level 8 seiner Kollegen zu finden. Die sind teils recht gut versteckt und man sollte schon oben, links, rechts Ausschau halten. Genau. So, kann eigentlich schwimmen, oder? Genau. Schwimmen kann man auch. Plansch, plansch. Lop. Genau, geht's mal los. Grafisch, wie gesagt, nicht nur extrem cute, sondern auch technisch. Erste Sahne, es flimmert zwar hier und da ein bisschen, vor allem im Hintergrund. Aber darüber lässt sich hinwechseln, denke ich mal. So, ein Münzchen. Hier haben wir noch eine. Kann man die nehmen? Genau. So. Genau, wir sind schon ein bisschen weiter im Spiel. Weil die erste Welt habe ich mal gekonnt hinter mir gelassen. Oh, kleiner Fiesling. Ja, spielst besser als deutsche Nationalelf, würde ich sagen. So, ui. Ach, ist das süß mit diesen kleinen Schwimmreifen. Ja, geht das? Oh, nee. Ja, wie man selbst sieht, bin ich auch eine Art Roboter. Wackel mit dem Kopf. Genau, ähnlich wie beim Mosch-Spiel sozusagen eine höhere Gewalt. So, was haben wir hier hinten Schönes? Die Level sind ziemlich ausladend und gehen wirklich alle Richtungen. Oft ist man extrem weit entfernt. Und na komm her. Und na komm zu deinem Brüderchen hier. Und schick. Genau. Flop. Oh. Aber nicht nur grafisch ist es ziemlich cool, sondern auch spielerisch. Die Steuerung ist butterweich. Man hat stets die volle Kontrolle. Ja, es gibt eigentlich nicht viel aussetzen. Das Tracking ist auch ziemlich cool, obwohl der Controller wann schon ein bisschen spinnt, aber man spielt eben mit den Analog-Sticks. Genau. So. Flop. Und los geht's. Luft anhalten. Oh, wow. Cool. Ich spiele das Level auch zum ersten Mal, deswegen auch für mich alles recht neu. Generell denkt man, man spielt einen Pixar-Film. Das ist echt so toll aus. So, überall gibt es was zu entdecken. Komme ich denn überhaupt hier hoch? Nicht nur unsere Kollegen verstecken sich in allen Ecken und Enden, sondern auch ein Chamäleon, was es in jedem Level zu entdecken gibt. Das Chamäleon schaltet so die kleinen Challenges frei, die etwas knackiger sind als das normale Spiel, welches doch recht einfach geraten ist, bisher zumindest. Oh, und okay. Habe ich gerade was für einfach gesagt? Ja. Oh, es gibt tolle Rücksetzpunkte, die
sehr, sehr mehr als fair sind. Eigentlich hat sich unser Wasserlevel schon seit Sonic ätzend. Naja. Oh, gleich zwei. Nein! So, was gibt's hier Schönes? Okay. Mit einer kleinen Urlaubsstimmung her. Musik ist auch ganz putzig. Ah, okay. Ist ja wie im Sparbereich hier. Flop. Oh. Haben wir denn hier oben was? Ach, da hängt einer. Ach, cool. Da wirst du woher kommen. Ja. Na komm her. Das einzige Problem beim Spiel ist, wenn man durch die automatische Kamera etwas verpasst hat, kann man nicht mehr zurück. Also. Heißt es immer Obacht. So, mal schauen, was die Quallen davor haben. Noch sehen sie friedlich aus. Quallen sind immer böse. Ich lasse mal in Ruhe. Cool. Oh ja. Gute Entscheidung. Uiuiui. Man kann schön mit dem Kopf auch dagegen hauen. Ja. Oh Gott. So, den habe ich vergessen hier, oder? Ach ja, genau. Oh, ja. Weg mit dir. Ui. Ja, hier ist es wirklich verrenken. Ich denke mal, ich habe schon was verpasst hier. Genau. Ah, komm her. Man kann auch immer mal interagieren. Und zwar hier mal ganz eiskalt. Hopp. Mit dem Kopf durch die Wand. Und hier haben wir schon wieder was. Haben wir hier irgendwas hier oben? Ah, hier haben wir das Chamäleon. Lop, und Bonus-Challenge freigeschaltet. Ja, dort noch was? Nein. Und zwar nichts mehr. Oh, nein. Also man muss auch schon mal aufstehen. So. Push the button. Ui. Das sieht gefährlich aus. Jawohl, würde gerade abstürzen. Uah. Ah, Kopf einziehen. Oha. Oh, meine Güte. Ist ja schon mal Resident Evil. Oh. Na komm her. Oh, Münzel. Wow. Grafisch einfach mal übelst cool. Nein. Oh, nee.
Matthias. Oh, jetzt ein kleiner Freund hier. Oh! So, nein, bleibt mir fern. Gott, ich weiß nicht, wo man zuerst hin soll. Ah, man sieht schon überall. Hier unten ist auch ein kleiner Kollege. Oh. Ha, wow. Einfach nur geil. Jedes Level bietet viele neue, coole Ideen. Es wird nie langweilig. Das Einzige, was mir das Problem bei VR allgemein ist, das Spiel ist mit 5 Stunden wohl recht kurz geraten. Allerdings, ja, 5 wundervolle Stunden. So, hier oben ist wieder ein kleines Geheimnis, wie es aussieht. Hallo. So, wie kriege ich jetzt hier meine Goldmünzen? Nur keine Scham. Na. Wo ist er denn? Ach, hier oben! Ach, hallo. Schon die Hälfte verpasst hier. Meine Güte. So, der Fien. So, gibt's hier noch was zu entdecken? Ach ja, flop, ein Münzel. Mit den Münzen kann man sich übrigens in einem Glücksspielautomaten kleine Figuren kaufen, die man sich dann schön in VR anschauen kann. Und so nehmen wir Glücksgreifer-Dingsbums. So. Oh. Genau, kaputt. Ja, ja. Zum Glück passiert mir selber nichts. So, ich denke mal, ich habe wieder irgendwo. Ja, Blick zurück. Nach oben. Na gut, hoffe ich dann mal, dass wir alles erwischt haben. So, geht's mal nach oben. Flop. Ganz entspannt. Wow. Headbutt. Ha, toll. Ah, Algen ja wegschütteln. Ja. Cheese. Heavy Metal. Genau. So, da wären wir auch schon am Ende von diesem Level. Ja, ich hoffe, ich hatte Eindruck ein bisschen was gebracht. Wer VR hat, muss zugreifen. Das ist einfach so. Gibt es nichts dran zu rütteln. So, mal gucken, ein Tor schießen, hä? Ey, oder so. Ah, Trophäe. Cool. Bumm. Na, Tor. Naja. Oh, so war einer. Coole Sache. Genau, VR-Besitzer greifen zu 40 Euro und der Spaß ist es auf jeden Fall wert. Es ist einfach diese Killer-App, die VR gebraucht hat.
toll. Also soll das mal gewesen sein. Bis zum nächsten Video. Achso, ja gut. Das Ende werde ich euch noch schnell zeigen. Bonuspunkte kassieren. So. Uiuiui. Und. Ja, schade. Winke, winke. Alle erwischt, super. Können wir dann auch. Unser Chamäleon. Freischwimmer.